Also, Ishtar, denke. Hüter, ich kann es nicht abwarten, mit dir zu arbeiten. Ist schon eine Weile her, seit ich im Einsatz war. Selbst wenn es nur an den Comps ist. Die Wölfe werden von Skolas angeführt, dem letzten ihrer Kells. Er will die Kontrolle über ein anderes Gefallenenhaus, das Haus des Winters. Er wird ihre Anführer aus dem Weg räumen und selbst den Befehl über ihre Truppen übernehmen. Mit deiner Hilfe werden wir ihn aufhalten. Dein Geist überträgt mir Telemetrie. Ich sehe, was er sieht. Warum machst du nicht eine kleine Spritztour mit einem der schweren Moskitogleiter? Zur Grundausstattung dieser schweren Moskitogleiter gehören Minen. Habe aber keine Ahnung, wie man sie einsetzt. Nicht ihn nehmen, der brennt. Sorry, ich hab schon ein bisschen rumgespielt. Bitte? Ich würde ihn hier hinten nehmen. Ich würde den hier nehmen. Wieso? Der brennt. Deiner brennt. Ja, spielt doch keine Rolle. Okay. Mit R3 und L3 kannst du Granaten dann schmeißen. Und mit R2 kannst du schießen. Okay, und die Granaten, die gehen auch auf mich. Gut. Ja. Eben. Was denn? Bist du mein? Nee, passt schon. Da kommt jetzt eben. Hat er Läufer. Die Wölfe kontrollieren die Artillerie des Hauses des Winters. Schalte es aus, bevor sie es einsetzen können. Ach, da ist eh nochmal eins und dann noch zwei. Das war. Letzte Woche habe ich noch Gerichtsnachrichten überliefert. Heute liefern wir Explosionen. Ich liebe den Außendienst. Ihnen nach, Hüter. Gut. Was ist das für ein weißer Punkt hier? Was soll das ist? Weißer Punkt? Ja, genau. Mein Moskito. Das ist ein schwerer Moskito, also. Ja. Das Haus des Winters, die Teufel und die Könige, sie alle hassen Skolas. Sie glauben, dass er die Gefallenen am Dämmerbruch betrogen hat. Dein Geist entdeckt Spuren eines Stasisfeldes. Skolas befand sich jahrelang in einer Kammer. Könnte er sein? Du musst dort hoch. Dann hier rüber. Ja. Hier sollte ich eigentlich nicht hin mit dem Seltsam. Zeug, aber sie sollten sich bekämpfen. Wenn das Haus des Winters sich bereits vor Skolas verbeugt. Skolas!
Boah, der ist ja schon fast tot. Boah, ich hab Kronos gerade fast besiegt. Dieser Pisser. Ich hab, Alter, es hätten noch so wenig Schüsse gefehlt. Heilige Scheiße. Ja, ich glaube, das ist so gemanagt, dass du den nicht killen kannst. Ja, ich glaub's auch. Aber ich hätte ihn jetzt wirklich fast getötet. Ah, ich bin ganz langsam. Schon gut. Hier, guck mal, das haben sie gut gemacht. Dort, jetzt kommt gleich ein Punkt, wo dieses Fahrzeug explodieren wird. Dann werde ich noch ein bisschen weiter hinten bleiben. Weil hier ist irgend so eine Barrikade oder so. Ich weiß auch nicht. Weil die haben das ja schon gut gemacht. Ich werde ja auch gleich richtig laggen. Also mein Charakter. So, jetzt, warte. Vielleicht nicht ganz. Güter gefallen. Ah, siehst du? Oh meine Güte. Das Fahrzeug ist weg und ich auch. Da ist so eine komische Barrikade, die man nicht überkommt. Wir kommen näher. Die Kryospur wird stärker. Ja, er ist entkommen. Aber das Spiel wollte das sowieso so. Beeindruckende cool. Bewaffnung. Varix, was ist das? Ich habe einen Granatenwerfer. Leistungsstark und in der Tat sehr selten. Die haben eine coole Eigenschaft. Die entziehen Schüsse. Du kannst sie normal abgeben oder den Dings gedrückt halten. Dann nimmt sich der Schuss da hinten auf. Guck, guck. Um. Vielleicht nochmal so, Captain. Da ist er auch schon. Oder auch nicht. Achtung, hinter dir. Oh, die kommen jetzt von hinten, hä? Kommen sie überall. Ach du Scheiße, da ist nochmal einer mit der Versenkungswaffe.
Hüter gefallen. Ich hab mich selbst getötet. Scheiße. Oh, scheiße. Ah, ja. Aber schwer. Schon wieder ein Schwert hier. Zeit sind es hier ein. Beeindruckende Bewaffnung. Varix, was ist das? Versengungswaffe. Leistungsstark und in der Tat sehr selten. Mal hier mit dir normal. Damit wir die Schritte nach einer Farbe brauchen. Verdient. Ich räume hinten auf. Ah, da unten. Okay, ich komme schnell zurück. Jetzt, Achtung. Ich will mal hier hochkommen. Soll ich Bablan machen? Ja, am besten. Ich glaube, es steht. So, da haben wir gleich noch... Ach, warte, nimm du die neue. Lass sie fallen. Wie mache ich das? Mit Viereck. Nee. Oder Dreieck. Oh, ja. Genau, nimm die andere, die hat mehr Schuss. Ja. Ja, mache ich gleich. So. So, wie geht jetzt das? Normal. Du schießt und hältst dann aber den Trigger. Also, schießt okay. Irgendwo hin und... Bleib gedrückt dran, also schieß auf deinen kleinen Messer. Genau, aber dieses Mal halten, nachdem du schießt. Einfach halten. Also drück einfach R2 gedrückt halten. Ja, mach ich gleich. Solange bis hier explodiert. Genau, da siehst du es. Je länger du hältst, mehr Schaden machst du. Genau. Oh, okay. Die lässt du an Keiten haften, die größer sind als, ja. Am besten benutzt du die nicht, weil die klein sind, ja. Sie verschwendet, ja. Komm, das kann ich gleich noch fettern, glaube ich. Oder nochmal ketten. Ja? Das ist eigenartig. Oder nicht? Für einen Augenblick empfange ich Wex-Energie. Überall in diesem Bereich. Großartige Arbeit. Ist gut, einen Hüter zu treffen, der meine Erwartungen übertrifft.
Komm zurück ins Riff. Winter gehorcht nun Skolas. Und die Wölfe haben gerade erst angefangen. Was? Den habe ich nicht. Oh mein Gott. Wie geil. Hier an meiner Position. Direkt hier. Ich habe ihn schon. Okay. War. Pechvogel. Ja, alles kann man nicht haben. Das wäre kitschig. Und 77, 180, oh. Hast du doch schon, ne? Ja. Ja, hast du schon. Dann gehen wir mal zu Petra. Alter, Raketenwerfer, kann sein, dass er besser ist. Petra Vieni, Vaini, Vionio, 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 Vionio. Sie hat einen komischen Namen. Die Schwere ist auch nicht besser. Und das coole Helme. Die sind alle schon auf fast 90. Dann erst 200. Poststelle noch was. Bitte Code wiederholen. Einen Gramm. Nicht die verkommenen Schismaten. Zu deinen Diensten, nehme ich mal an. So, Sandy ist beigetreten. Nicht viele davon übrig. Ein Clan-Mitglied, ein Kollege. Wir haben Skolas einmal gefunden. Wir können es wieder schaffen. Wir müssen nur sein nächstes Ziel identifizieren. Ich wette, ich weiß, wie wir anfangen können. Viel Glück da draußen. Schon fast Level 40. Ja, ja. Es schleppt sich so dahin. Was, eine Patrouille muss ich machen? Venus.
Ich sammle Schiffskommandanten. Ach. 100 Schiffs den Vandale töten. Okay. Oh Gott, Gott, ich hasse diese Mission. Zum Kotzen, diese Mission. Bekämpfe 5 Samples gebraucht. Ah, genau. Jetzt kriegst du nämlich die Quest. Genau das, was wir dann auf dem Hof von Oryx hier zu schlagen. Sammle Essenzen der Dunkelheit von Hof von Oryx Champions. Stärke Champions geben mehr Essenz ab. Das können wir gleich danach machen, okay? Das ist super geil. Das musst du machen hier, du kannst. Bekämpfe Feuer mit Feuer. So. Lex-Aktivität hat hier in letzter Zeit zugenommen. Ob das wohl wegen uns oder wegen der Besessenen ist. Also jetzt müssen wir Vandalen töten. Das sind nicht die ganz kleinen Gegner, sondern die etwas größeren. Das sind meistens Scharfschützen. 100 davon. 100, ja, ja. Ist leider so. Da wo bist du hin? Ah, da. Okay. 100 Vandalen. Du solltest sie töten. Nee, nee, ich glaube, das fällt schon zusammen. Nee, leider nicht. Ich habe gerade einen getötet. Oder? Oder hat es bei dir Fortschritt gegeben? Nee, nee, aber das ist sicher nicht auf mich beschränkt. Gut, dann töte ich jetzt noch einen Vandal. Wenn das nicht geht, dann... Siehst du, der lässt jetzt da was liegen. Ist bei dir was liegen? Ja. Ah, dann ist gut, okay. Ach so, ein Geist einsammeln. Hier liegt noch ein Geist, ne? Ah, Geistblüte, Entschuldigung. Entschuldigung. 8 haben wir jetzt. Sehr gut, na dann. Auf ins Getöte. Hier gibt es einen coolen Glitchpunkt, also Glitchpunkt, Farmpunkt, bei dem unendlich Feinde aus einem Loch rauskommen. Ja, dann sollten wir dahin, ne? Das werde ich gleich mal machen. Das Problem ist, dass dieser Wendy 79.200 uns ein bisschen im Weg steht. Es darf eben kein anderer Hüter dort in der Nähe sein. Wir warten einfach ab, bis er weggeht. Ja, der ist eh auf der Mission. Das ist auch super. Gut, also, wenn der weg ist. Also der Trick ist, du musst hier hingehen. Und warte, bis Wendy weggeht. Geh weg, Wendy. Und dann musst du hier drauf springen. Dann hier hoch, so hoch wie es geht. Hauptsache über den Strich, den du da siehst. Mhm. Also musst du ein bisschen nach außen und dann hoch. Versuch das mal. Genau, so hoch wie möglich, genau über den Strich. Und dann spawnen neue Feinde. Also wir müssen das gleichzeitig machen. Und da kommen ganz viele Vandalen. Also. Okay. So, 1, 2, 3. Mhm. Oh. Ups. Hat ja super funktioniert. Das ist so ein bisschen raus wie vorher. Genau. 1. Hm. Okay. Fail. Eins, zwei, drei. Ach, ja. Zähl du mal. 1, 2, 3. Na, vorher ging's gut. Weil, warte mal, ich geh... Spring du ein bisschen dort nach vorne, ich bin hinter dir. Und noch eine bessere Idee. Geh dort hinten hin, wo Wendy ist. Dann mache ich das kurz und lass die Gegner droppen. Okay. Dann kann ich alle Gegner töten, während du andere Vandalen. Aber du musst aus diesem Gebiet, also nicht aus, einfach hinter diese Bruchstück da, also das, was da so aufgebrochen ist. Hinter dem, genau, dann kann ich nämlich die Gegner droppen. Und die geben dann Precious Loot. So.
6 Sphären des Lichts, das ist super. Gleich nochmal. Und da sind sie auch schon wieder. Und gleich nochmal. Aber es zählt keine Vandalen, ne? Doch, eigentlich schon. Ja, aber es hat immer noch 8 von 100. Das muss sie dort einsammeln. Ist das nicht zum Einsammeln? Nee. Wahrscheinlich. Was? Nein. Ja, dann machen wir es halt auf klassische Weise. Wir spielen das einfach. Ja, dann lass uns mal Vandalen suchen. Sollen wir da entlang oder wo gehst du? Dahin. Nee, dort hinten kommen eher nur Vex. Die Vandalen sind eher auf der anderen Seite. Ich hab so zwei Hälften sozusagen. Die Vex sind auf einer und die gefallen eher auf der. Okay. Ja, siehst du, der droppt schon. Okay. Da hinten sind auch nur... Ah, nee, obwohl... Da ist super, da ist noch der nächste Farmpunkt, aber da muss man nicht glitchen. Da kommen automatisch immer viele fallen. Haben wir eh schon 16. Die lassen ja sowieso immer mehr fallen als... Ach so. Ich dachte, ich muss die einzeln töten. Nee. Die lassen immer 4 Stück liegen. Ach, na dann. Sind schon bei 20. Also es geht schnell. So, hier sind coole Sachen. Ja, wenn du sie killst, fällt da irgendwie nichts. Okay, dann kill du sie mal. Da waren aber auch fast keine Vandalen dabei. Also, okay. Ich glaube, ein oder zwei waren da dabei. Wenn wir da reingehen, also nein. So, jetzt sollen wir hier einfach warten, bis neue kommen. Die kommen da hinten schon. Ach, da ist immer nur ein, zwei Vandale sind immer dabei. So, wenn ich die jetzt kille, dann solltest du mal was bekommen. Ist da was gedroppt? Nee. Vielleicht ist die Drop-Chance komisch aufgezeichnet oder so. Oh, lauter weg, ey. Und es stand auf der Venus. Scheiße. Ist ja nicht mal zu Hause der Vandal. Nee, also die lassen hier nichts liegen. Na, dann gehen wir wieder zurück. Falscher Eingang. Jetzt haben sie wieder was liegen lassen. Ah, und hier haben wir auch nochmal. Also es ist... Okay, ist komisch. Komisch. Gehen wir mal wieder zurück.
Wo geht's denn hier lang? Da. Da liegt was. Da oben liegt noch was rum. Das nehme ich jetzt auf. Das ist für 32. Sehr gut. Oh nee, die Besessenen. Noch! Ja. Na, dann lass uns mal diesen Boss killen, damit die Besessenen nicht mehr wechseln. Ja, ich mache das. Ja, gibt's ja wieder einen leckeren Boss. Was ist er denn? Noch nicht gespawnt ist, ein Leutnant ist tot. Wo ist er denn gespawnt? Da drüben? Ja, wird schon so. Ja? Hinter uns! Hinter uns? Ich auch nicht. Ja, das sind kein Leutnant. Ja. Ich sehe ihn nicht. Ach, dort hinten vielleicht? Oder? Ich sehe den Captain nicht. Dort ist er. Treffen Sie. Wo denn? Oh nee. Ach, ist schon vorbei. Okay. Ja, wenn man sie lange nicht tötet, dann verschwinden die einfach nach einer Zeit wieder. Okay. Ist nicht schlimm, dann können wir ins nächste Gebiet jetzt. Dort, wo eigentlich die Gefallenen am meisten rumstehen. Ein Event. Ja, den können wir auch brauchen. Da machen wir doch mit. Da machen wir doch mit. Noch 40 Sekunden. Ich wusste, oh, wir das war tun. Aber ein Quickscope Kill. Beendet. Okay, da ist und Loot. In Gold. Geil. Oben sind noch. Ja, und die lassen genau das liegen, was wir brauchen. Das ist doch super. So, hier sollten auch immer wieder Vandalen droppen. Da unten sind sie ja. Zwei Sterne zeigt. Oh, da oben ist hier eine Kiste, die kenne ich noch gar nicht. Ja, die droppen sehr, das sind die normalen Titten, die droppen überall. Oh, du es nicht glaubst. Also wir haben 77 von 100. Ah, oh, sehr gut. Es kommen wieder dort unten. Hier kommen viel schneller Feinde.
so, aber ich glaube, jetzt haben wir es dann. Drei brauchen wir noch. Drei? Das ist jetzt kommen. Sechs Fern. Komm mal hier, wo ich stehe, sollten welche sein. Nein. Nichts? Ich hab's Fuck! Ich hab so viele. Egal, dort hinten sind noch Vandalen. Dort, die drei. Die Vandalen mit den Sandalen. Genau. Die Sandalen töten, dann kommen Vandalen. Oder so. Granate direkt an den Kopf geworfen. So, jetzt haben wir's. Jawoll. Gut, so. Jetzt machen wir dieses Hof von Orex. Deine Mission. Dann bist du zurück in den Orbit. Und dort kriegst du richtig guten Loot. Schön für dein Level. 200er Loot. Deine nette Firma. Richtig was. Ja dann, hör ja, mit dem Scheiß. Ja. So, mach mich mal zum Truppführer. Dann mach ich das. Jetzt da. So, du jetzt nochmal noch ein bisschen rumbasteln. So. Genau. Bekämpfe deine Mission, bekämpfe Feuer mit Feuer. Sammle Essenz, 6 Essenzen der Dunkelheit. Oh, da kriegst du einen Sparrow davon, Velumbra. Der ist gerade super, den habe ich auch, den Sparrow. Das ist doch super. Das kannst du brauchen. Das ist gut. Ja, ja, die Velumbra ist ein cooles Transportmittel. Lass uns weitergehen. Dieses Gebiet erkundet sich nicht selbst. Wo sind wir jetzt? Entschuldigung, ich habe nicht mitbekommen, auf dem Grabschiff. Da musst du hin. Ist das im Rift da oder wie? Nee, das ist beim Saturn. Aber okay. Es ist nur Patrouille. Bei dir, du hast eben eine Mission, da kriegst du die Velumbra. Diesen Sparrow, den du bestimmt brauchen kannst. Mit 160 Geschwindigkeit, das Maximum im momentan. Und du kriegst super geilen Loot. Also sollte geil sein. Das sollte auf 200 droppen. Und wir können das viele Male wiederholen. Oh, dort hinten ist schon jemand dran. Auf dem Mars sind wir. Ja, vor dem Mars, auf dem Grabschiff. Das ist so ein Schiff beim Mars. Genau hier wollte ich sowieso hin. Dann helfen wir denen hier mal. Oh, der hat gleich sowas. Du bist mir ein bisschen zu schnell. Ja, ich bin keine Ahnung, ich bin gestorben und stirb mal, du musst mal sterben. Wieso dann soll ich sterben? Vielleicht kommst du auch sofort hier hin. Ich bin sofort hier hingekommen. Du musst ja nicht so hudeln, oder? Ich will ja vom Spiel auch was mitbekommen. Ich bin nicht so klar. Speedrun unterwegs. Das interessiert mich nicht. Ich will das Spiel schön gemütlich durchzocken. Ach, die Scheiße. Ja. Ich habe auch nicht vor, so schnell wie möglich zu leveln, sondern ich will das ganze Spielerlebnis an und für sich haben. Verstehst du das? Ja. Gut. Aber das hilft jetzt einfach, es hilft eben so weit nach vorne. Ja, ja, schon, aber so spiele ich halt Computerspiele. Ich will sie komplett genießen. Du wirst komplett genießen. Das ist nicht ein OP-Boost, das ist nur ein bisschen.
Das wäre gut. Außerdem kriegst du einen Sparrow und den Sparrow raus. Also ich mach hier keinen Schaden, ich weiß auch nicht. Nicht? Nein. Ja, das ist auch ein schweres. Ich weiß nicht, wieso er ein schweres genommen hat. Und das ist eigentlich lustig. Nein, es steht überall immun. Ach, bei denen. Ja, was? Ja. Kann so sein. Egal, du kriegst den Loot. Und du musst selbst hier Truhe freigeschalten. Geh mal zur Truhe. Wo denn? Also hier. Ja. Da ist vielleicht nichts drin. Noch hier unten. Nichts gedroppt? Da ist gar nichts drin in der Truhe. Ja klar, das fällt raus und du kriegst es sofort. Ach so. Geh mal raus hier, du wirst dann sterben. Wo muss ich hin? Der Boden. Hier, wo ich stehe. Der Boden fängt nämlich jetzt an, weh zu tun. So, dann machen wir jetzt nämlich ein einfaches. Und du musst es noch viele Mal machen, warte. Genau, du musst es jetzt noch. Du hast schon zweimal gemacht. So. Und du musst nichts machen. Bei dem ist es so, siehst du, da kannst du die Gegner auch besiegen. In der Level 38 wird genau eins über dir. Das heißt, du kriegst cool Loot. Geh nicht auf den Boss. Also geh nicht auf den Boss. Du kannst erst Schaden machen, genau jetzt, wenn alle deine Gegner, deine Freunde killen. Jetzt zum Beispiel dann nicht. Also erst alle erst killen bei diesem Boss, dann auch wunderbar. Ja, so, jetzt ist er verwundbar. Siehst du, wie schnell er ist? Na, ja, das geht schnell. Sollte bei der Kiste was droppen. Nee. Hast du nichts bekommen? Nee. Ach du Scheiße. Naja, du einfach deine Mission abschließen, das ist gut. Geh mal ins Inventar gucken, ob du was bekommen hast. Jo. Okay. Vielleicht habe ich doch was bekommen. Guck da mal nach. Super. Aber nichts dramatisch, nee, da ist nichts dazugekommen. Deine Waffen. Nö. Okay. Naja, jetzt musst du es noch dreimal machen. Es geht fix schnell. Dann kriegst du den Sparrow. So. Werde ich hier aktivieren. So. Welcher Boss ist jetzt dieses Mal? Kruger! Oh! Gut. Kruger ist, glaube ich, der Ogre. Genau, auf den kannst du auch nicht schießen, wieder so ein Scheißbot. Du musst hier runter und diese kleinen Ads, wenn er nahe kommt, diese Explosiven, diese explodieren. Genau die. Wenn er nahe kommt, dann die. Genau, mit denen musst du ihn. Ich bin da runterholen. Oh. Essenz der Dunkelheit habe ich bekommen. Sehr gut. Falls das was ist. Und immer wieder zur Kiste gehen. Da, erfordert Schlüssel der Zähnenknirschen, sich da unten ist eine Kiste. Ja, das ist auch eine Kiste, aber das ist eine andere, das ist eine andere Geschichte. Ist hier oben was bei dir? Ein Enagramm. Grenzland AR. Oh, das sollte besser sein als dein bisher. Oh. Guck mal, Grenzland war er. Nee. Nicht besser?
182 zu 185. Okay. 186. Egal, noch zweimal müssen wir das machen. Was kriege ich denn hier überhaupt? Normalerweise kriegst du aus der Kiste Loot gedroppt. Blauen Loot, und der ist eigentlich besser als deiner, den du jetzt hast. Aber ich verstehe es auch nicht ganz. Oh, Crowdor und Mangor. Ah, okay, bei denen ist es so, die mit dem... Egal, ich mach das einfach. Du musst... Hauptsache, du gehst einmal rein. Genau, so. Die müssen zusammen, ganz nah zusammen sein. Erst dann kann man Schaden machen bei ihnen. Genau, jetzt kommt gut zusammen. Schüsschen, gut zusammen. Komm zusammen. Spiel zusammen. Gut, wieder zusammen. Oh, er hat mich aus der Map geschissen, ey. Ja, Achtung. Ich auch. Dumm, Schildträger und so kacke. Da kommt die zusammen hier, verdammt. Super. Oh, oh, der verfolgt mich. Die kommen nicht hoch. Die sollten ihnen zusammenkommen, die Ritter. Jetzt können sie gar keinen Schaden machen. Da sind sie auch schon wieder zusammen. Sehr gut, ich habe schon wieder einen Schaden gemacht. Jetzt hat der Ritter, komm. Ja. Wo ist der zweite? Der erste Ritter ist tot, okay, jetzt können wir den einfach killen. Zack, war. Ja, da droppt so. Nichts. Komisch, da fällt ja. Wahrscheinlich erst ab Level 40 kann schon sein. Aber ab Level 40 kannst du es dann wirklich brauchen, um dein Lichtlevel zu erhöhen. Weil dann musst du auch dein Lichtlevel erhöhen. Wir müssen das nur noch einmal machen. Aber wo... Was ist denn, wie viel Mal muss man es machen? Du musst es jetzt noch einmal machen. Und was das ist dann passiert? Achso. Und dann kriegst du einen Sparrow. Das war diese Feuer mit Feuer bekämpfen Mission. Na gut, du kannst auch hier nicht stimmen. Ein einfacher Feind, das wäre jetzt nett. Na, was ist das? Ich bin rein. Ich muss reinkommen. Ja, ich bin schon da. Oh, das Ritual verlassen. Egal. Wer? Du, egal, ist nicht schlimm, ich aktiviere es. Bleib mal dort. Oder komm zurück, sonst stirbst du noch. Man muss eben, wenn man es aktiviert, sofort dorthin rennen, um sie herauszulocken aus dem Portal. Mhm. So. So, was haben wir denn diesmal zum Boss? Einfacher. Jawohl. Einfach. Okay. Dort unten. Weg war sie. Geschafft. So, jetzt sind wir auch zum Stein. Turm, genau. Hm? Hast du es nicht abgeschlossen? Das... War es nicht abgeschlossen? Ist die Quest nicht abgeschlossen? Komisch. Ich kann dir nicht sagen, ich habe keine Quest aktiviert. Ich weiß nicht mal, was los ist jetzt. Keine Ahnung. Na, bei deinen Suchen
wenn du auf deinen Fortschritt gehst, dann siehst du dort eine Quest, die heißt Bekämpfe Feuer mit Feuer. Genau, ja. Und da steht unvollständig, weil ich muss mit Petra im Riff sprechen. Sprich mit Petra im Riff, steht da. Aber da stand vor Essenz der Dunkelheit. Das weiß ich nicht. Sprich mit Petra im Riff. Ach, das ist Haus der Wölfe. Egal, okay. Ich mach dich jetzt wieder zum Truppführer und dann gehen wir zurück zum Dings hier. Zum Riff. Dann machen wir wieder schön die Mission. Das hier ist älter als jeder Kodex. Nimm! Setz das Was auf dich auf. So. Und jetzt zum Rift, oder? Genau, jetzt zum Rift. Und wieso sind wir jetzt nochmal zum Turm? Ich muss hier was abgeben. Irgend so was Kleines. Ich dachte eigentlich, deine Mission ist auch fertig, aber anscheinend hat dieser letzte Boss nicht gezählt. Doch jetzt! Jetzt hat er gezählt. Ach gut, das ist gleich praktisch, weil du musst beiden Quests musst du sowieso bei Petra abgeben. Oder nee, eine bei Petra, eine bei Varix. Genau, diese Bekämpfe mit Feuer. Bekämpfe Feuer mit Feuer haben wir jetzt gemacht und da kriegst du diesen coolen Sparrow davon. Ja, sehr gut. Gut, haben wir doch geschafft. Hat sich doch gelohnt, dorthin zu gehen. War ein bisschen verwirrend, sorry. Jo. Freut mich, dass du hier bist. Valumbra. Na, nehmen wir halt die, wenn es sein muss. Schön, dich wiederzusehen. Wie war die Jagd? Auf Wiedersehen, Hüter. Der ist genauso schnell wie mein Sparrow. Ich habe auch Valumbra. Velumbra, ja. Skolas lässt sich nicht so leicht einfangen. Schweigende Reißer, Meisterassassinen. Folge ihrem Geruch. Hoppala. Hoppala. Hoppala, hoppala. So, dann müssen wir schnell den Sparrow ausrüsten. Gut, aber den anderen Sparrow, den zerlegen wir. Oh, das bringt gar keine Materialien. Hätte ich ihn behalten können. Ist nicht schlimm, du kannst ihn wiederholen. Ah ja, genau, stimmt. Das war früher nicht so. Früher... Boah, ey. Also wenn du früher was zerlegt hast, das war weg. Das war einfach weg. Und das war dann auch nie mehr da. Wenn du ein Emblem zerlegt hast, und du hast ja gesehen, wie viele Embleme du bekommen hast. Mit den...
Codes. Wenn du eins zerlegt hast, ist Wand auch weg. Schade. Das ist die Scheiße. Wir haben es mit den schweigenden Reißern aber, zu tun. Aber ja, sie haben es ja jetzt verbessert. Darauf habe ich gewartet. Ich habe den Reißern zuvor gegenübergestanden, Hüter. Sie sind zäh. Doch wir sind zäher. Packen wir es an. Erfolgreiche Jagd. So, dann schauen wir mal, was möchte ich als nächstes machen. Dann würde ich sagen, Haus der Wölfe machen wir weiter, oder? Ja. Da haben wir die 10. Mission. Die schweigenden Reißer. Gut. Sorry, Marek. Haus der Wölfe machen wir weiter. Die schweigenden Reißer kommen jetzt. Oh, let's go. Das ist cool. Auf der Edde. Die Edde hat gerade Edde. Zeitalter des Triumphs Zwischensequenz. Ah, da gibt es noch Sequenzen, wo man anschauen kann, hier in dem Fall. Ja, kenn ich noch nicht. Aber das sind nur Sequenzen, oder wie? Das sind einfach nur kleine Videoausschnitte, aber sie sind cool. Also sie gefallen mir schon. Okay, ja, das werden wir dann anschauen, wenn es dann soweit ist. Okay. Gut, auf zur Erde. Die Edde. Edde. Ja, also was ist jetzt da mit dem legendären Zeug? Jetzt wird es denn langsam... Verdammt nochmal. Was ist jetzt hier mit dem legendären? Ja, ich will jetzt endlich legendäres Zeug hier. Ja, das kommt schon noch. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich erst, wenn du Level 40 bist, die fordern dich ein bisschen raus. Biete ich ihr in den Riffkrieg. Ich weiß es nicht. Die schweigenden Reißer sind Assassinen. Mörder. Echte Charmeure. Während des Krieges waren sie hinter unseren Befehlsführern her. Sie werden das Gleiche beim Haus der Teufel versuchen. Doch Varix und ich kennen all ihre Tricks. Wir kriegen sie schon. Wir glauben, dass sie sich an den Kosmodromtoren versammeln. Am besten finden wir sie, bevor sie tun, was sie am besten können. Pass auf dich auf. Wenn gehalten, gibt diese Waffe plus 2 Charakter. Agilität. Einfach Agilität. Rutsch weiter, wenn du...